Hallo, ihr Lieben. Viertel, nee, Halbfinale muss ich ja sagen. Wir sind im Halbfinale und mein Gegner ist Karasuki. Ihr kennt ihn bereits mit seinen Nörgel. Wir freuen uns alle auf dieses Match. Mal gucken. Mein Ziel ist am Ende 5 Spieler auf dem Spielfeld. Das kann was werden. Naja, schauen wir mal. Ja, 5 von meinen nur noch. Ja, oder so. Ja, ne? Willkommen mal wieder in der Aufnahme oder so. Jo. Auf jeden Fall hast du mir dazu verholfen, im letzten Spiel einen Zauberer zu haben. Na, immerhin. Ja. Zwei Blattweiser-Babes wären sinnvoller gewesen. Im Nachhinein betrachtet. Ja, naja, gut. Wie war das im Nachhinein und so weiter? Genau, da schreit man immer viel. Neunzigtausend. Da hast du ja zumindest ein Blatt, weißt Ich tue noch einen zweiten drauf. So. du. Ich hatte gerade tatsächlich wegen dem Zauberer überlegt. Ging doch nicht. Nee, Oder Bestechung meinst du? ja, Bestechung. Ja. Aber auf die Gefahr hin, für den Fall der Fälle, dass ich weiterkommen sollte, kriege ich dann auf jeden Fall so viel Geld beim, also wenn ich eine 1 würfel, dass ich mir die Nörgelweste kaufen kann. Ja, die hilft schon, die hilft eine Menge. Ja. Ja. Dann tue ich mal mein Bestes, dass das Ganze nicht für dich funktionieren wird hier. So, jetzt spielen wir ernsthaft. Ja. Aber ich habe mir doch ein schönes Trikot ausgesucht für die Jungs, oder? Schwarz mit gelben Pünktchen. Ist also fast so schön wie deine gehäkelten Decken auf den Wurzeln. Ja, die sind klasse, ne? Also rosa mit weißen Blümchen, das erinnert mich irgendwie an meine Großmutter und an ihre Vorhänge. Deswegen musste ich das unbedingt tun. So. Ja, ich hoffe, dir jetzt wirklich mal ein besseres Spiel liefern zu können. Und ja. Ja, wie gesagt. Gucken wir mal. Eben gerade haben meine Ziegen fast komplett den Dienst verweigert, was den Ball betraf. Okay. Ich glaube, ich habe 6 Pickups nicht hingekriegt. Ich darf angreifen. Okay. Alles klar. Was macht ihr denn da hinten? Was ist denn der Junge hier? Er hier. So. Alles klar. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. So machen wir das. Alles klar. Das war jetzt blöd. Ich Idiot. Egal. Okay. Kann ich also vergessen. Junge. Komm bald wieder nach Haus. Einmal schieben. Schieben war auch gerade das Problem, glaube ich. Ah, so wollen wir das doch haben. Und Rüstungsbrecher. Und tot? Nein, schade. Ich habe da noch so einen Mighty Blood-Spieler auf dem Gewissen, habe ich gehört. Deine Rotter werden jetzt dran glauben müssen hier. Aber sowas von. Bei den Rottern wäre ich ja gar nicht mal so böse drum.
Ja, ich war gerade ein bisschen blöd. Ich wollte hier den surfen. Habe ich aber verrafft. Und wäre ja eh nicht geklappt hier. Wisst ihr? Läuft. Läuft, würde ich sagen. So. Dich brauche ich mal hier hinten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das will ich auch gar nicht bestreiten hier. Halt, ich habe doch noch gar nicht den Ball aufgenommen. Warum klingelt es denn schon? Nope. Wir brauchen die Rerolls noch. Aber deine Kicks, die sind aber auch, die haben es in sich. Weiß nicht, was du deinen Jungs da gegeben hast. Das würde ich manchmal auch gerne wissen, was die genommen haben. Ich habe eben in dem Spiel auch schon wieder einen North getötet und drei kaputt gehauen. Also. Ja, aber North sind natürlich auch sehr dankbar für Nurgle, ne? Muss man natürlich auch sagen. Naja, eigentlich nicht. Finde ich jetzt persönlich. Meinst nicht? Find schon. Durch die geringe Rüstung? Aber du meinst wegen Block Ja, oder sowas? Ja, okay. eben, also ich habe eben gefühlt ganz schön viele Turnover geworfen, dadurch, dass ich halt in den Block mit reingekommen Okay. bin. Durch die Rüstung bist du schon mal. Lendenschutz, Lenny. Ich glaube, viertes Spiel, viertes K.O. Läuft, Junge, läuft. Und Jetzt dafür auch bin noch ich den auch schon mal MVP MVP. abgegriffen, ja. Nee, ich habe vorhin aber tatsächlich relativ lange gerätselt, was ich meinen beiden Level-Ups geben soll. Okay. Warum? Naja, weil ich hätte halt Mutation und sonst was geben können, aber habe mich jetzt halt im Endeffekt dann doch bei beiden für Mighty Blow entschieden. Okay. Du gehst dahin. So. Schon wieder kein Surf. Na gut, dann nicht. Das K.O. ist auch echt schlechter. Ja. Mir bleiben die Surfs hier einfach verwehrt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir tat übrigens deine letzte Aktion leid, also ich hätte dir echt den Touchdown gegönnt im letzten Spiel eben. Ach, schade, shit. Ja, danke, aber hat nicht sein sollen. Ja, den gut, der rechnet schon mit dem Intercept, ne? Von dem Chaos Warrior. Ach, das meinst du in dem? Okay, Ja. ja, alles klar. Ja, sind halt keine Elfen, ne? Mit Elfen wäre ich noch an der Seite vorbeigelaufen, hätte den Intercept nicht möglich gemacht, aber ich sag mir halt immer, mehr als zustellen kann ich halt immer nicht. Ganz schön aggressiv, dass du da machst. Naja, irgendwas muss ich ja machen. Ja, mach doch was anderes.
Der sollte doch da gar nicht mehr stehen. Die blöde Zeit. Junge, Junge, Junge. Ich doch mal erst den Händ aufgemacht. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Na, was soll's. Na, Movement oder Stärke? Was nehmen wir? Sind sie wahrscheinlich beide nicht viel bei so einem. Zumal bei einem Team, das wir wahrscheinlich eh jetzt die zeitliche Segnung finden. Ja, also. Ich habe wirklich gehofft, dass ich mich nicht qualifiziere, weil es macht mir einfach überhaupt keinen Spaß hier. Das ist. Keine Ahnung. Ah, siehst du, es geht weiter. Hervorragend. Naja, macht ja nichts draus. Vielleicht können wir ja irgendwie mal ein Spiel zwischen Elfen oder so machen. So, mein Garda kann also auch nicht mehr als der. Alles klar. Ja, was soll ich hier tun? In die Richtung.
Ha! Läuft! Hab schon gedacht, ich hätte keine Chance mehr. Ich habe auch mich gerade gefragt, was wahrscheinlicher ist, der Dodge oder eher die zwei Blocks? Das Problem ist auch, dass ich an deinen Jungs stehen bleiben muss. Das ist so ein bisschen die Kacke gerade. Ja, ist ja egal, wo du liegst. Ob da oder da. Da vorne ist es mir wenigstens nützlich. Oh nein. Ach. Ganz ehrlich, mein letzter Gegner wollte ja nicht, dass ich eine Aufnahme mache. Ich glaube, ich veröffentliche den Scheiß hier nicht. Da brauchst du ja überhaupt nicht. Da gibt es ja nicht mal überhaupt irgendeinen Lerneffekt davon. Das ist ja einfach nur Not gegen Elend hier. Also nein, ich meine, man lernt eine Menge, wie man Nurgle spielt. Das ist, aber diese Nurse-Kacke hier, das... Ob ich jetzt unbedingt, sag ich mal, ein Beispiel für gutes Nurgle-Spiel bin, weiß ich nicht. Ja, funktioniert auf jeden Fall besser als das, was ich hier tue. Ja, aber ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass im Prügeln direkt irgendwie halt mehr rumkommt und halt wirklich die Armor 7 sich bemerkbar macht. Ja, aber so krass hatte ich es wirklich noch nie. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht hab ich auch nur das Gefühl. Ja, schade, das war meine Chance. Nein! Oh Gott. Naja, macht keinen Unterschied mehr, stehst schon gut genug. Ja, das schon, nur gerade. Eigentlich wollte ich den geblitzt haben und nicht da drum rumdodgen. Halt auch ehrlich sein, meine Rotter sind halt stabiler, als ich es jemals erwartet hätte. Was macht dir eigentlich mehr Spaß? Ratten oder Elfen? Also Waldelfen jetzt. Waldelfen. Aber nur dann, wenn sie Double würfeln. Zumindest klappen diesmal die Dodge-Rolls realistischer. Aber das Ding ist, ich habe Bloodweiser Babes gekauft und was kriege ich nicht? K.O.s, ne? Also.
Natürlich. Shit. Etwa eine Angst, gesurft zu werden? Nee, eher will ich einfach nur dafür sorgen, dass du irgendwas machen musst, um an den Ballträger, also dass du den nicht so leicht freikriegst. Das ist eigentlich alles. Du willst mich zur 3 plus zwingen, ich merke schon. Das ist jetzt schlecht. Shit. Zum Würfeln will er mich zwingen. So, so. Okay. Probieren wir es mal. Enttäusch mich nicht. Und du erst recht nicht hier. Dich brauche ich noch. So. Also. Wofür möchte ich meinen Reroll? Eigentlich möchte ich meinen Reroll dafür. Sehr gut. Komm, einer geht noch. So, sehr gut. Okay. Moment. Das wird jetzt interessant. Also mehr zu behindern kriege ich wenig mehr hin. Ach komm! Ich muss zwei Going-Calls machen, um überhaupt ranzukommen. Ja, aber trotzdem kann doch da ein 2-Plus-Wurf klappen. Naja, ich elf. Elfenspieler, weißt du, da geht das mit der 2-Plus. Wenn du irgendwie ein 3 plus nicht schaffst, denkst du dir so, ja, hätte ja klappen können. Und so wie ich mich jetzt kenne, scheitert es jetzt quasi an dem 3 plus Dodge, weil du deine 2 Go for It's auf jeden Fall schaffst. Und ich habe keinen Reroll mehr dafür. Ja, aber da ich... Ja, es war eine Menge Gewürfel gerade bei mir, also... schon. Gut, geht bei mir schon mal genauso gut los. Aber mein Touchdown gegen dich hat ja, ist ja auch an einer 2 plus gescheitert. Ja gut, du hast Mighty Blow. Das ist okay. Ja, auch wenn er nicht benutzt wurde. Aber ja, das war tatsächlich der Gedanke dahinter. Absolut richtig. Hast du zufällig in der DBWL Open eine Mannschaft? Ja, mehrere.
Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel mein Spiel in einem, wie soll ich sagen? Mach erstmal deinen Zug. Ich mach mal meinen Zug, ja. Mit den Orks zum Beispiel gesehen hast. Nee, die noch gar nicht. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch, ein Skull. Und tot? Nein. Ich hätte den 3 plus einfach machen sollen. Mein Plan ist gewesen, den Garder da zumindest hinten noch dran stehen zu haben, weißt du? Dass ich, wenn er wegdodgt, dass du dich zumindest nicht weiter bewegen kannst. Aber 3 Würfelergebnisse sind das down. Warum kann das nicht passieren? Ich meine, ich habe noch nicht verloren, aber es ist halt einfach. Es tut aber auch irgendwie nicht Not, das ist irgendwie, ja, ist einfach teilweise auch Quatsch, was da dabei rauskommt jetzt gerade. Ich weiß nicht, irgendwer hat mal die Vermutung geäußert, dass in diesem Spiel hier ja, Mannschaften benachteiligt werden und Mannschaften bevorteilt werden, was Verletzungen angeht, was Würfelergebnisse und sowas angeht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wieso sollte man sowas programmieren? Aber es ist einfach frustrierend. Es ist einfach Ja. frustrierend. Aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, wenn du Würfelergebnisse selber, warum, ach so, du hast keinen Reroll mehr. Okay. Wenn du Würfelergebnisse selber machst, quasi, dann, ja, vertraust du da, glaube ich, einfach mehr drauf. Ja, ich habe mal in Amerika gibt es auch, wie nennen sie sich, Mini-Wargaming oder so. Auf jeden Fall, und die machen auch Blood Bowl. Also richtig Tabletop Blood Bowl Spiele. Autsch. Und da hat man, habe ich das auch gesehen. Ne? Da war ein Spiel, da ist dem Typen das ganze Team gestorben und der hat, glaube ich, 2 Aktionen im ganzen Spiel auf die Reihe bekommen. Sonst hat er sich nur Einsen und Zweien gefangen. Da, wo er eine 3 gebraucht hätte zum Teil. Wo ich dann nur gedacht habe, so, Nee, wir machen das wahrscheinlich kommt jetzt einem das nicht. so am Computer nur so komisch vor. Er schafft es! Glückwunsch. Unglaublich. Ja, danke. Das, Egal, so. Ja, ich kann es irgendwie nicht sagen, aber ich habe einfach ein besseres Gefühl dabei, wenn ich selber würfel. Wobei ich Ja, ich weiß, Tabletop noch was du nicht meinst. gespielt habe. Das ist also reine. Ne, gespielt habe ich tatsächlich auch noch nicht. Ich habe zwar die Figuren mittlerweile hier, aber das Bemalen dauert ja schon ganz schön lange. Zumindest brauchst du nicht gegen einen One-Turner aufstellen. Ach, wir sind ja hier. Ja, alles klar. Aber ich musste ja auch nicht meine Spieler zum Blitzen hinstellen. Danke Das für war die der Info. Hintergedanke dabei. Danke, danke für die Info. Und ja. Weil ich glaube selbst, ich glaube, es ist nicht mal rechnerisch möglich, mit Nörgel einen zu machen, so. Doch, ist es. Ich habe einen Chaos Guide. Ah ja, jetzt habe ich dir den da auch noch stehen lassen. Na gut, hast du noch jemanden zum Blitzen? Ich habe total verpeilt, dass ja der eine Lineman von mir nur Agilität, nur Geschicklichkeit 3 hat, 2 hat. Ist mir gerade aufgefallen, als ich ihn angeklickt habe. Steinwurf tot? Hm? Vielleicht? Bitte? Nein, na gut.
Hat nicht sollen sein. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich habe bei mir auf dem Kanal so mehrere One-Turn-Touchdown-Guides. Und der... okay. der eine Chaos-Guide, den ich gemacht habe, der funktioniert auch mit Nurgle. Okay. Deine Beastmen haben Bewegung 6. Aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Ich habe es auch mit für Zwerge gezeigt. Für Zwerge brauchst du aber zweimal Frenzy, dann ist es einfacher. Ich spiele tatsächlich ganz gerne mal mit meinen Skaven in der DBWL Open. Und deswegen, vielleicht kann man sich da sonst mal irgendwann zu einem halbwegs gescheiten Match verabreden. Also in der DBWL Open habe ich sogar Nurgle. wo ich viel spiele, ist im Moment in der Writing Bull Open. Ja, da finde ich irgendwie nie Matches. Also in der DBWL finde ich ab und zu mal ein Match zumindest. Also wir treffen uns halt immer im Teamspeak und da finden fast jeden Abend Spiele statt und treffen uns bei Writing Bull hier auf dem Teamspeak und verabreden einfach was, ob es irgendwie passt oder nicht. Ne? Achso, okay. Ja, ich habe immer so auf gut Glück einfach gesucht. Achso, nee, das ist eher schwierig. Also deswegen, aber wenn du auf den Teamspeak kommst eigentlich und fragst, ob irgendwer Lust hat zu spielen. Im Moment sind ganz viele Leute da, auch ganz viele Leute, die Blood Bowl zum ersten Mal spielen oder sowas. Und ich finde das immer ganz nett, denen dann so ein bisschen was beizubringen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und in der Open habe ich tatsächlich Waldelfen, Skaven, Nekromanten und Orks. Okay. Na, der ist doch schon verletzt. Na, ist er jetzt nochmal Geschicklichkeit oder was kriegt er jetzt weniger? Stärke! Na, hervorragend. Dann ist er jetzt auch wirklich tot. Ziege, ey. Hab ich schon Scheißschuhe hin. Das war die auch letzte Spiele, die Arbeit verweigert hat. Das ist viel. Irgendwie habe ich völlig vergessen, dass du auch defensiv blocken könntest, richtungstechnisch. Du hast versagt.
Ja, es war gerade ganz nett, dass du mir den Rotter an den Ulverener reingestellt hast. Ja, wie gesagt, ich hatte dabei völlig halt verdrängt, dass du ja auch in die andere Richtung blocken kannst und nicht zwingend gegen den Chaoskrieger vorgehen musst. Ja, ich habe nicht mehr genug Mann, um wirklich sinnvoll verteidigen zu können. Ja. Aber trotzdem muss ich jetzt auch erstmal übers Feld kommen. Ja, läuft doch. Läuft. Ich habe das Kerze noch nicht oft gehört, dass irgendwer auch eine Aufnahme verweigert hat. Finde ich total okay. Also wenn jemand sagt, man möchte selber seine Stimme nicht irgendwo hören, finde ich das total in Ordnung. Na gut, stimmt, das kriegt man wahrscheinlich auch eher schlecht irgendwie rausgeschnitten. Nee, das geht gar nicht. Also entweder ist dann, ich spreche halt lieber mit den Leuten, als dass ich irgendwie, ja, dann unbedingt sage, ich muss unbedingt jetzt eine Aufnahme haben, ne? Also Ja, deswegen, zumal das. du ja eh vieles nachkommentierst auch. Ja, genau, ist ja eigentlich mein Stil, aber ich dachte mir halt hier bei den Blitzturnieren kann ich das auch gleich live aufnehmen, weil, ja, also A, mache ich mir hier weniger Gedanken um meine Züge, das ist halt mehr Action Blood Bowl, was man hier sieht, ja, ist halt okay. Hat er mich schon wieder eingebaut? Falsche Richtung. Ich wage zu behaupten, dass das ein bisschen vom Blickwinkel abhängt. Ja, ich habe eine Menge Einwürfelblocks, ne? Ja, die grundsätzlich schon. Naja, dann nehmen wir sie doch mal mit hier. Machen wir den wichtigsten zuerst, oder? Ja, er hier muss auch aufstehen. Komm, du stehst auf. So, und weißt du, was wir jetzt machen?
Wir machen jetzt einen Blitz mit meinem Berserker. Das ist ein Einwürfelblitz und das wird tot. Na gut, erstmal schieben. Und dann jetzt der Tod? Das ist nicht tot. Das müssen wir nochmal würfeln. Nehmen wir das Schieben, oder? Schieben ist gut. Schieben. Entscheiden wir uns für Schieben. So. Ja, okay. Ich habe tatsächlich eigentlich gedacht, du würdest mit ihm dodgen. Ich hatte keine Reichweite auf deinen... Oder meinst du jetzt? Nee. Nee, ich dachte mit dem Berserker, dass du da den Dodge in Kauf nimmst. Nein. Siehst du, das war der falsche Rotter, der tot ist. Ah. Das Schöne bei Rottern ist ja, dass sie zweimal Verletzungen würfeln. Mhm. Und haben die überhaupt Regeneration? Nee, ne? Nee. Oder doch? Ich glaube, Regeneration haben sie. Moment. Nee, haben sie nicht. Ich beende mal meinen Zug, dann bist du nämlich dran. So. Nurgle's Rod, alles klar. Und Decay. Genau, Decay ist das Böse. Down ist doch blöd. Da ist auch falsch. Du blockst immer in die falsche Richtung. Ich muss dir das mal sagen. Ach, nee. Ich soll ja bloß irgendwann mal was draus werden. Das ist auch die falsche Richtung. Der Ballträger ist da. Links, nicht rechts. Ach ja. Na, immerhin. Oh. Ist der Baller Bernd mit dem Level-Up Apotheker schon genutzt. Selbst wenn ich es irgendwie ins Finale schaffe, es macht überhaupt keinen Sinn. Nee, leider nicht. Aber was du mir hier schon rausgeprügelt hast in diesen beiden Spielen, das ist unglaublich. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwelche komischen Skills dafür hätte. Du hast einmal Mighty Blow jetzt, also die Ziege hat immerhin geschoben oder hat sie doch irgendwas? Nee. Du hast zweimal Mighty Blow, ist doch alles gut. Aber... Au. Ja, nee, ja, das war halt mein Gedanke, weil wir so viele Norths haben, hätte mir Klaue oder so halt wenig gebracht. Ne, Klaue auf keinen Fall. Nein, nein. Die Frage wäre Block gewesen. Sowas. Ja, gut, stimmt. Block wäre natürlich auch noch ganz unwesentlich. Also das habe ich auch noch nicht oft gesehen. Die 1 auf Jump Up. Ich hoffe, beim Wolfskin läuft es genauso. Naja, wie gesagt, im Spiel davor ist er ja ganz schön zerlegt worden. Mizi, nö, jetzt nicht. Ja, komm, geh mal. Wir wollen jetzt hier Blood Bowl spielen und nicht irgendwie...
Ich hab Blattweiser Babes, K.O. ist okay. Ja, Glückwunsch zum Touchdown. Ja, danke. Wie viele Leute habe ich denn noch? Ingo, wo ist denn hier eigentlich Reinhard? Habe ich noch gar nicht gesehen gehabt, glaube ich. Oder habe ich den jetzt kaputt gehauen? Wen? Du hast doch einen von mir übernommen mit DK. Achso, nee, den habe ich vorhin doch wieder rausgenommen, weil ich vom Teamwert so deutlich höher war als alle anderen. Durch die Ziele, die ich gekauft habe. Du hast meinen Spieler gelöscht. Du tötest meinen Spieler und löscht ihn. Du hast jetzt ja auch wieder zwei neue. Du hast jetzt Kriegsbaikal und Ballerbernd. Die beiden mit meinen Starspielerpunkten. Ich hasse Norse. Ich hasse Norse. Ja, ich kann es verstehen. Also, ja. Wir haben die Nachteile der Elfen, ohne dass sie deren Geschwindigkeit und Dings haben. Und wenn Block halt nicht funktioniert, dann ja. Wo ist denn mein Geschicklichkeitswunder hier? Ist der schon tot? Nee, der ist doch verletzt. Der hat auch noch Stärke drauf eingebüßt. Ach stimmt, der ist ja... Der wollte ja unbedingt getötet werden hier, ne? So. Ich hab neue Ballträger! Hurra! Hurra! Der Kobold mit dem roten Haar. Ist das nicht schön? Ja, wie passend bei deinen Norse, ne? Okay. Ganz aus der Kategorie können wir jemanden träumen. Naja. So, mal zu Perfect Defense. Wenn ich hier schon nicht gewinnen kann, dann will ich dir wenigstens was dazu erzählen. Also du siehst, wo der Ball hingefallen ist. Ja. Du gibst mir gerade eine Chance, wirklich noch weiterzukommen. Und die versuche ich jetzt mal wahrzunehmen. Inwiefern? So. Einfach wie folgt. Also, wie mache ich das am dümmsten? Er hier muss auf jeden Fall dahin gehen. So. Na gut, dann wird das schon mal nix, aber du legst dich jetzt nach da. Ja, zu langsam. Ich hoffe ja, dass irgendwas von deinen Würfeln jetzt nicht klappt. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, lieber Naffel. Ich bete dich an. Aber wenn du Perfect Defense hast, hättest du mich so zustellen können, dass ich gerade mit den paar Mannequin nicht überhaupt über einen Block hintersetzen kann. Ja... Ich weiß nicht, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, was manche Sachen angeht, also da vertraue ich immer meinen Würfeln ungern. Ja, mir fehlen gerade einfach auch Positionsspieler, das ist ja mein Problem hier. Mhm. Na. Machen wir jetzt mal. Thank you.
Läuft. Auf Wiedersehen, Bauchmuskel Benno. Es war schön mit dir. Und auch down. Nein, jetzt habe ich keine Chance mehr. Und K.O. Raus mit dir, zahnloser Zeus. Ich brauche dich nicht mehr. Auf Wiedersehen, Tattoo Thomas. Auch dich brauche ich nicht mehr. Oh doch. Oh, pff, was machst du denn da? Nur stehende Norse können dieses Ende hier ertragen. So, jetzt machen wir hier wilde Aktionen. Die klappen ja leider Gottes Blatt wohl häufig. Zack! Dodge klappt! Na, hervorragend! Und der Pass! Interception! Komm, komm! Interception! Nein! 6! Der Pass! Na, hervorragend! So, und jetzt machen wir hier das. Und jetzt machen wir den Touchdown! Yeah! Oh, das ist doch nicht mehr wahr. Entschuldigung, das ist absolut lächerlich. Ich hätte mit vielen gerechnet, aber tatsächlich nicht damit. Aber gut, wenn du dir deine Würfe anguckst. Drei, sechs, 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 vier, sechs, fünf. Ja, irgendwo müssen sie ja auch bleiben, oder? Also, ja, ich sag mal so. Also, keine Frage. Was hilft das? So, jetzt wird's interessant. Jungs, haltet Stand! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles klar, gut. Ja. Oh Gott, ey. 6 plus Pass, 6 plus Catch. Vor allen Dingen, es waren ja auch überall die Seuchen, ne? Also es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie jetzt... Ja, ja. Das war absolut unwahrscheinlich und es tut mir so ein bisschen leid, dass das jetzt geklappt hat. Aber ganz ehrlich, mit dem Team habe ich ja noch nicht mal eine Lust, ins Finale zu kommen. Ja, aber ne, ich bin ja auch selbst schuld. Das darf man ja nicht vergessen bei dem Ganzen. Du hast nicht denjenigen in Ballreichweite geblitzt, das ist richtig. Ja, und ich habe auch halt einfach vorher scheiße aufgestellt, ne? Naja, es war... Also, mal ganz ehrlich, ich habe mich da mit Wolfskin häufig oder in letzter Zeit häufig drüber unterhalten. Du kannst einfach gegen sowas nicht aufstellen, das ist nicht möglich. Das Einzige, was du hättest vielleicht machen können, ist mir diesen 3-plus-Dodge nicht gegeben. Aber wer rechnet denn mit einem 6-plus-Pass auf einen 6-plus-Fang? Also, mal... Ne? Mhm. Wei, wei, wei. Der muss leben, der hat ein Level-Up. Aus welchem Grund auch immer. K.O., du bist sicher! Lenny, du bist sicher! Du wirst mein neuer Starspieler. Du kriegst Dauntless. Je nachdem, gegen wen wir so spielen.
komme da immer noch nicht drüber weg. Mei, mei, mei. Überhaupt nicht gut. Na, du stolperst mal dahin. Sieht auch schick aus. Nope. Also der macht schon mal keinen Touchdown mehr, das ist schon mal gut. So. Ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass ich es noch schaffe. Ich halte es für äußerst unwahrscheinlich. Ich meine, du kannst zwar nicht beide ausschalten, aber trotzdem. Allein die Ballkette, die ich dafür absolvieren muss, ist schon so unwahrscheinlich. Wie, zum Beispiel ein 6 plus Pass und 6 plus Fang? Mhm, zum Beispiel. Ich würde jetzt sehr witzig sein und ihn hier noch da hinstellen, ne? Aber da kann ich noch nicht mal einen Touchdown machen. Also der Junge bleibt einfach liegen. Den gerade geblitzt und bin nicht wieder zurückgegangen. Naja, passiert mir auch nicht nochmal. Vielleicht. Ach so, das ist der. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, du du blitzt dich durch und stellst dich in die Endzone. Spiel, 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 Spiel. 5 Sekunden. Oh, ja. Ja! Interception! Jung! Du hast das Spiel gerettet! Finale! Ja! Oh, das ist ein schlechter Scherz, ey. Sorry. Meine Fresse. Was ist das denn hier für ein Spiel? Danke! Ich bin im Finale! Ich weiß nicht wie, aber ich bin im Finale. Oh! Das war nicht mehr viel über fürs Finale, aber... Ich aber bin im Finale. Oh. Aber schön, dass du wieder eine 6 hattest, ne? Leider sehe ich nicht mal, ob der Pass regulär funktioniert hätte, aber ja, sonst hättest du ja nicht intercepten können. Jetzt sind wohl Nuffel die 6er aus der Tasche gefallen. Ah, oh, also, da war die 1, komm. Aber
Oha. Oh, Doppel 1 und jetzt stirbt er. Nein, hervorragend. Ja, ich danke dir fürs Spiel. Das war eine Katastrophe. Also, es war ja noch schlimmer als eigentlich beim ersten Mal. Zumindest war es absurder als beim ersten Mal. Ja, absolut. Ich habe eine 1 gewürfelt beim Geld. Reroll 5. Ich brauche eine 5. Sehr gut. Das ist vielleicht ein neuer Runner. Ich glaube, der kostet nur 70.000. Ah, ich kann wieder mitspielen. Hurra! Kann ich nicht irgendwo Nein drücken? Ja. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Und du kannst dich zumindest über Starspieler wahrscheinlich nicht beschweren. Gegen wen auch immer du gleich ran musst. Oh, du hast hier... Wolfskin hat tatsächlich verloren. Du musst gegen Chaos ran. Na dann, habe ich ja super Chancen. Aber die Armor Breaks waren auch in dem anderen Spiel echt schön verteilt mit 19 zu 1. Wei, 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 wei. Ja, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen und bis bald wieder. Und bei dir bedanke ich mich für dieses wunderbare Spiel. Vielleicht muss ich es doch jetzt auf den Kanal tun. Hm. Ganz ehrlich, so absurd wie das war. Ja, alles klar. Ich rechne schon mit dem Touchdown. Niemand. Na gut, dann bis bald.